Hallo und seid herzlich willkommen, liebe Oldtimer-Fans. Es ist wieder Samstag, 11 Uhr und heute heißt es wieder Alte Liebe rostet nicht, nachdem eine Woche ja keine alte Liebe gelaufen ist. Heute sind wir wieder da, aber leider auch nicht in voller Besetzung, sondern nur der Jörg, der Sigi und ich. Hallo Jörg und hallo Sigi. Hallo René, hallo Sigi, hallo liebe Zuschauer. Jo. Alex ist hat eine Stresswoche diese Woche und hat gebeten, dass er heute Abend mal aussetzen darf. Nee, der Wunsch sei ihr gewährt, ne? Also sie muss ja Urlaubsvertretung machen in Urlaubszeit und jeder möchte ja auch seinen Urlaub machen, ne? Und da hat sie nun doch ein paar Doppelschichten aufgedrückt bekommen. Genau. Und ja, aber wir kriegen das auch zu zweit hin, denke ich. Oder zu dritt, ne? Sigi, machst du auch ein bisschen mit? Wir geben uns Mühe, ne? Na klar, das schaffen wir schon. Und sie richtet ganz viele Grüße aus an euch alle. Die geben wir doch liebend gern zurück, ne? Und ja, das nächste Mal, denke ich, ist sie wieder mit dabei und da hat sie jetzt wenigstens was dann, wenn sie von der Schicht kommt, wo sie was angucken kann und im Geiste bei uns sein kann. Stimmt. Na. Ja. Gut. Wir haben uns heute hier mal beim Kuhstall getroffen, aber nicht ohne Grund. Ne? Unsere gefräßigen Kühe hier im Stall, die brauchen erstmal ein bisschen Futter zum Beginn. Und dann wollen wir gleich auf dem Rückweg Heu aus dem Heulager mitnehmen und in die Mischfutteranlage fahren, weil die droht da beim Heu leer zu laufen. Genau. Ja, und dann, ja, erzähl. Und als wäre das nicht genug, haben wir noch einen Auftrag angenommen. Genau. Das Feld, wo wir letztens für den Kollegen gedroschen haben, der war so zufrieden mit uns, der hat dann gemeint, ob wir nicht ihm das Feld auch gleich noch umgrubbern könnten. Ja, wir können doch immer nicht Nein sagen, ne? Eben. Also eben. Machen wir das dann noch im Anschluss. Genau. Und da wir ja besprochen haben, dass wir demnächst in die Kartoffeln gehen, aber wir wollten natürlich nicht ohne die Alex in die Kartoffeln gehen, ne? Klar. Von daher haben wir noch den Auftrag vorgezogen und angenommen. So ist es, genau. Und mit den Kartoffeln, da haben wir uns auch schon unterhalten, ne? Weil wir haben ja bloß einen Kartoffelroder. Da haben wir schon beim Händler mal die Fühler ausgestreckt, ob er noch so ein altes Ding besorgen kann. Weil wenn wir dann zu dritt sind mit zwei Rodern, denke ich, funktioniert das ganz gut. Ne? Wir werden es sowieso nicht in einer Aufnahme schaffen, denke ich. Nee, stimmt nicht. Aber mit einem so einem Roder, das wäre ja dann hoffnungslos vergeben. Schön, dann würde ich sagen, gehen wir mal vor, schnappen uns mal unseren Trecker, Anhänger dazu und dann fahren wir erstmal hier bei den Mukus was rein. Genau. Ja. Los geht's los. Hm? Auf los geht's los. Und ja, ich wünsche uns allen viel Spaß. Genau. Das wünsche ich uns auch. So, Sigi sitzt ja neben der Hütte, demonstrativ. Also der will nicht mithelfen. Sieht mit nach aus, nee. Okay, ja, das letzte Mal sind wir ja komplett markentreu gewesen. Da haben wir ja alles John Deere gefahren. Stimmt, ja. Und heute ist mal die Eicher-Fraktion wieder dran. Wenn wir den Einachser holen, oder? Ja. Kannst du machen, gerne, ja. Ich schnapp mir hier vorne einen Anhänger. So. Oh, jetzt hab ich ja. Zwei dran, das ist ein bisschen viel. Einer tut's. Ja, Frage, wie immer. War es eine normale Woche oder gab es was Aufregendes bei dir?
Nee, also bei mir war es bis jetzt eine ganz normale Woche. Keine besonderen Vorkommnisse habe ich zu vermelden. Aber ich denke mal, die Frage, die uns alle unter den Nägeln brennt: Wie war dein Urlaub? Ganz kurze, präzise Antwort, zu kurz. Ja, gut, das wäre schlimm, wenn nicht. Aber das ist ja generell, was die meisten immer sagen, ne? Nein, er war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es war sehr, sehr heiß. Und aber trotz alledem, also war wirklich eine sehr schöne Zeit und ich habe schon zu meiner Familie gesagt, also Italien sieht mich jederzeit gerne wieder, nur halt nicht im Juli oder August. Weil die Temperaturen, das ist, also hier war es ja auch sehr heiß, ne? Aber dort unten war es schon nochmal eine Zacke heftiger. Also unser heißester Tag war 38 Grad. Ja, und des Nächtens, also ja, mehr wie 25 Grad waren da nicht zu erreichen. Also schwül oder trocken Hitze Trocken. oder Das war der trocken? große Unterschied und das Gute, sag ich mal, dass es wirklich eine trockene Hitze war, aber hast trotzdem geschwitzt. Also um die Mittagszeit zwischen 12 und 3 konntest du eigentlich nicht rausgehen. Das denke ich mir schon. Ja, aber so ein bisschen trockene Hitze kann man doch schon ein bisschen besser aushalten, wie wenn das. Bei Ja. uns war es heute zum Beispiel, als wenn wir schon mal beim Wetter sind. Also wir hatten heute Gondwanaland in Real heute ganze Vormittag und der ganze Nachmittag, bis dann vorhin irgendwann mal das erste Gewitter zugeschlagen hat. Muss sagen, das muss man sich trotzdem, wie meistens, wie ja viele wissen, wir sind bereits Donnerstag. Donnerstagabend bei der Aufnahme. Also bei uns hat jetzt der große Wetterumschwung, der ja jetzt übers Wochenende kommen soll, hat er ja heute Abend schon hoffentlich angefangen. Das steht uns noch bevor. Also, ja, du hast es gerade erwähnt, Donnerstag haben wir aufgenommen. Freitag soll noch der heißeste Tag mit werden dieser Woche mit 31 Grad, aber auch schon Regen. Und dann soll es endlich runtergehen mit den Temperaturen, aber auch sehr nass werden. Eben, das wird dann nur die andere, die Schattenseite, dass dann halt jetzt erstmal wieder die Unwetter wahrscheinlich durchziehen, bevor das dann wieder sich beruhigt. Das hoffe ich nicht, dass es Unwetter gibt. Ne? Also normale Gewitter, ja, okay, aber eben Unwetter braucht es nicht. Nee, das brauchen du das mit Sicherheit. Ne? Aber das ist ja mittlerweile mehr oder weniger schon Standard, dass das nicht ganz ohne abgeht. Ne? Ich muss mal kurz noch mal dazwischen quatschen hier wegen der Mischfutter. Hat man nie gesagt, das braucht Heu, aber da war doch reichlich drin. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, War rot, also 85.000. ich hatte vorhin nicht auf die Zahlen geguckt, aber Ach der so. Balken war rot. Ne? Okay. Mineralfutter brauchen wir mal wieder. Ja, der ist rot, genau. Stroh ist aber auch noch reich. Na gut, wenn wir jetzt noch das bisschen Heu reinfahren und dann stimmen die Zahlenverhältnisse wieder einigermaßen, denke ich mal. No. Genau so machen wir's. Und das liebe Vieh, das sieht doch auch schon wieder viel, viel besser aus. Ich denke, da haben wir es jetzt schon gleich geschafft. Da können wir schon fast ans Grubbern gehen. Na genau, dann fahren wir jeder noch die Fuhre rein und dann lassen wir es so gut sein, oder? Denke ich auch. Ja, also um nochmal zurückzukommen auf den Urlaub. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass ich die Zuschauer langweile damit, aber Nee, also bestimmt nicht. Das war ja ich. unsere letzte Folge, wo du ja schon in Urlaubsfreude warst und die Bericht von Sotschi berichtet hat. Ich glaube, das hat auch ganz viele ganz gut gefallen, so wie das zumindest in den Kommentaren rüberkam. Von daher ist da jeder erfreut, wenn du uns davon erzählst, mit Sicherheit. Ja. Nee, also wie gesagt, das war mein erster längerer Aufenthalt. Ich war schon kurz nach der Maueröffnung, ich weiß nicht, 92, 93 mal mit meinen Eltern damals noch.
waren wir mal so ja, auf Stippvisite mal einen Tag in Bozen gewesen, aber das kann man ja nicht Land kennenlernen nennen. Und das war jetzt nur mein erster richtiger Urlaub dort und also wie gesagt, mir gefällt das Land ganz toll. Es sind ganz, ganz nette Menschen. Also wir haben wirklich nur nette Leute getroffen dort. Und auch, wie soll ich sagen, die wildfremde Leute, die dir da einen Tipp geben. Beispiel, unsere Apartmentwohnung, die war eigentlich quasi in der Stadt. Ne? Wir hatten, wenn es nicht so heiß gewesen wäre, fußläufig bis in die Altstadt von Verona, naja, Viertelstunde, 20 Minuten zu laufen. Und vor unserer Unterkunft war direkt die Bushaltestelle. Deswegen bin ich im Urlaub eigentlich mit dem Auto fast gar nicht gefahren. Die haben dort das alles wunderbar gelöst mit einer App, die du dir runterlädst. Dann kannst du dir dein Tagesticket online kaufen. Und wenn du dann in den Bus einsteigst, hast du überall einen QR-Code hängen. Dort scannst du den einmal. Damit ist dann deine Tageskarte entwertet. Oder von da ab läuft die dann bis zum kommenden Tag 0 Uhr. Und da konnten wir alles mit dem Bus größtenteils erreichen. Und einen Tag saßen wir auch in der Bushaltestelle, auf den Plan geguckt. Ja, der müsste um, weiß nicht, 10.29 Uhr oder was hätte der kommen müssen. Dann war es schon 5:05 und kein Bus kam. Hm. Die haben aber auch keine so eine digitalen Anzeigen dort, ne, wie das in vielen Städten ist. Wann die Linie 63 jetzt zum Beispiel da erscheint. Jedenfalls, wir saßen und saßen noch 5 Minuten dort und haben uns einen Kopf gemacht. Auf einmal hielt ein Mercedes an, wildfremde Leute drinnen, Italiener, und haben uns mit englischen Worten zu verstehen gegeben, dass es doch irgendein Feiertag da war und da nicht alle Buslinien verkehren und dass wir dort nicht umsonst waren. Und da muss ich sagen, das fand ich so toll, ich weiß nicht, also... In Deutschland wäre es vielleicht unter Umständen ganz krass gesagt so gewesen, da hätten sich noch viele gefreut. Haha, guck mal, die sitzen in der Bushaltestelle und warten auf den Bus. Ja, sind die doof, ne? Genau. Genau, nee, das ist richtig. Nee, das ist ja super. So schätzt man sie. Ne? Das ist dann so, wenn man so Gehäuse kriegt, das ist wirklich eine schöne Sache. Ja, und wie gesagt, man kommt eigentlich auch mit Englisch doch sehr, sehr weit überall. Ja, gerade in den Gaststätten, die Kellner, die Jüngeren, die sprechen alle Englisch. Die Karten waren auf Italienisch und auf Englisch. Und ja, Essen sowieso, ne? Also Essen, Trinken. Wollte ich gerade ansprechen, Italien und Essen, Trinken. Träumchen. Wein, ne? Und Träumchen, sage ich nur. Also wie gesagt, in Verona hast du in jeder Ecke, ich weiß nicht, wer von den Zuschauern schon mal dort war, schreibt es ruhig mal rein, wer die Stadt kennt. Das sind ja ganz, ganz viele alte Gassen. Das ist Kultur pur, kann man sagen, dort. Ne? Du hast so viele Museen, du hast die Arena zum Anschauen und, und. Und essen kannst du an jeder Ecke und eigentlich überall sehr gut. Darf ich dich gerade mal unterbrechen, weil du es gerade vom Essen hast? Ja. Das ist nämlich eine wunderbare Überleitung zu unserer... Frage der Woche. Und zwar hat sich die Alex ausgedacht, seid ihr auf Arbeit in der Mittagspause eher die Typen, die sich von zu Hause ein Brot mitnehmen? Oder gibt es bei euch vielleicht Pausenversorgung oder wie man das auch immer nennt, oder eine Kantine, oder habt ihr es nicht weit zum Fleischer oder zum Bäcker und holt da statt was? Genau das würde uns mal interessieren. Ich habe zwar Rüde deine Italien-Erzählung unterbrochen, aber ich dachte, das passt halt jetzt gerade gut. Das passt auch und ja, ich habe jetzt auch ganz gespannt zugehört und bin natürlich erstmal komplett falsch abgebogen. Ja, ich habe eben auch gedacht, wo fährt er denn hin? Naja, Feld 19 nee. War es ja, genau. Genau. Ja, spannende Frage wieder. Gibt's gar nichts dran zu meckern. Und weiß nicht, soll ich gleich mal anfangen? Ja, fang doch gleich an. Genau. Also bei mir ist es so, ich nehme mir fürs Frühstück Brot mit, ein belegtes. Und Mittagessen können wir in der Kantine.
haben wir 4 oder manchmal sogar 5 Walessen. Ja, und da gibt es dann warmes Mittagessen bei uns. Das ist... Also wir haben auch, bei uns gibt es auch eine Kantine. Die ist halt nur leider ein Stück weit weg. Und von daher wäre dann von meiner Mittagspause ein gutes Stück Zeit, würde ich dann damit verbringen, dorthin zu gehen, hinzukommen und wieder zu wegzukommen. Und von daher habe ich mich schon vor Jahren entschieden, dann doch, ich hole mir dann doch lieber morgens, habe ich das Glück, dass schon um die frühe Uhrzeit, wo ich losfahre, schon ein Bäcker schon auf hat, um 5:30. Und da gibt's frische Brötchen. Und das klingt gut. Dann hole ich mir dort frische Brötchen und nehme dann immer ein bisschen Wurst mit und habe so Butter und Marmelade und sowas, das habe ich auf Arbeit, da haben wir einen Kühlschrank. Und genau, nee, da so versorge ich mich dann so. Während der Tagschicht, wenn ich natürlich dann Nachtschicht habe, ist das dann wieder was ganz was anderes. Da haben wir dann noch, wir haben ja auch eine eigene Küche bei uns auf Arbeit, sage ich mal. Und die, da können wir uns auch, haben wir uns auch schon oft selbst mal was gekocht. Oder wenn wir uns am Wochenende arbeiten und so weiter. Und da wird dann schon eher mal ein bisschen was Warmes gegessen auf der Nachtschicht abends dann. Aber auf Tagschicht ist das, da fallen so viele Leute bei uns rum. Da ist das irgendwie, ist das so ungemütlich, wenn sich da hinstellt zu kochen und dann kommt dann jeder und guckt da über die Schulter, ne, und guckt, na, was gibt's denn Gutes und so, kann ich vielleicht mitessen oder so. Und dann, das muss ich dann auch nicht haben. Und dann machen wir das nur, wenn wir praktisch unsere Schicht unter uns sind am Wochenende oder nachts, machen wir das dann. Okay. Genau. Naja, auch eine spannende Variante, ne, wenn ihr da direkt so eine Küche habt, wo ihr dort richtig was putzeln könnt. Nee, wir haben einen richtigen Herd mit Backofen und Dings und haben auch eine Mikrowelle. Kann man sich auch mal was warm machen auf die Schnelle. Klingt auf jeden Fall gut. Sind wir ganz gut ausgestattet. Na schön, da bin ich ja mal gespannt, was unsere Zuschauer da so an ja, Essensgewohnheiten, Essensmöglichkeiten dann uns schreiben. Eben, genau. Nee, es gibt ja in verschiedenen Regionen in Deutschland, die haben ja auch diese, da gibt es ja noch viel mehr so von den Imbissen und so weiter. Ne, oder so, wo viele hingehen. Also das gibt es bei mir auf Arbeit, gibt es da sowas gar nicht. Aber da sind wir echt mal gespannt, was es da noch für Möglichkeiten uns auftun dann von euch sozusagen. Ja, es ist auf jeden Fall so, denke ich, mit den Imbissen, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man da jetzt nicht so einen weiten Weg hat, ne? Die Pause ist ja doch irgendwo beschränkt. Ja, und wenn man da erst noch vielleicht dann noch anstehen muss und. Ja, eben, das ist es. Also ich kann das vielleicht erzählen, das war früher, wie ich das bei meinem Arbeitgeber angefangen habe, da gab es an den Werkstoren gab es dann noch richtige Wirtschaften, Kneipen, wo du dann fast nicht mehr reingekommen bist in der Mittagspause, weil alles draußen gestanden hat. Man hat Bier getrunken und da gab es dann auch richtig Mittagessen, Schnitzel und Pommes und alles. Aber das ist in den letzten Jahren ist das wirklich immer weniger geworden und die Dinge haben jetzt auch nacheinander zugemacht. Naja. Also, wie gesagt, wir sind gespannt, was ihr uns da so mitteilen möchtet. Immer noch, Betonung liegt auf möchtet, nicht genau. Müsst. Das ist richtig. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir wieder noch zurück nach Italien und du darfst weiter vom Essen schwärmen. Ja, wir haben auch ein gutes Thema, Essen. Also. Ja, also ich meine, dass die Weltklasse Pizza machen dort, ne, das wissen wir ja. Aber ich habe für meinen Teil, und mein Sohn war derselben Meinung, und selbst meine Frau, die nicht so sehr gerne Burger isst, also ich habe den weltbesten Burger, finde ich, für meinen Teil dort zu essen bekommen.
Dort war der Bacon noch knusprig, so wie ich das hier noch nirgendwo erlebt habe. Und ich mache jetzt auch einfach mal ein bisschen Werbung für die Jungs und das Mädel da. Das Ganze heißt Food Garage, ist mitten in Verona, ist eigentlich ein komplett unscheinbarer, ja, eine Holzbude, sag ich jetzt mal, eine Baracke. Und die machen jeden Tag erst abends 6:30 auf, dafür dann bis 2 Uhr nachts. Und dort trifft sich die ganze Jugend. Und das Ding, das floriert ohne Ende. Du kannst dort vor Ort essen oder du kannst das auch mitnehmen. Es ist wirklich cool gemacht dort. Alles so, ja, Rocker-Typen, sag ich mal, ne? Die haben ihre Harleys dort dann vor der Food Garage stehen. Und alles klar aufgeteilt. Chef und Chefin machen die Burger fertig. Sie kassiert, er belegt die Dinger. Und dann haben sie noch 2 Mitarbeiter und die sind nur am Burgerbraten die ganze Zeit. Die haben auch jetzt keine riesen Vielfalt, sag ich mal. Die haben, ich glaube, 7 oder 8. Ich müsste noch mal gucken. Ich habe die Speisekarte fotografiert. 7 oder 8 Burger im Angebot mit Pommes und ja, der teuerste 7,50 €. Das ist geschenkt. Und du bist so satt, dieser Superburger. Ich habe den einmal gegessen. Ich hatte zu tun. Ohne Fritten dazu. Das hört sich gut an. Also das Ding kann ich nur empfehlen, sollte jemand von euch mal jetzt oder in absehbarer Zeit nach Verona fahren, unbedingt abends in die Food Garage gehen. Also weltbeste Burger. Okay, gut. Haben die eine Homepage? Kannst du den Link für... Ja, eine Homepage haben sie auf jeden Fall. Kannst du drauf gucken. Kannst du online gucken. Genau, so. Nee, gut, ich weiß nicht, ich werde jetzt in absehbarer Zeit nicht noch bei Rona kommen, aber das hört sich echt gut an. Ich habe jetzt so ein bisschen Hamburger Geschmack gewonnen. Ja, auch eben alles unkompliziert. Ne? Du bestellst dort dein Essen, dann fragen die dich nach deinem Vornamen. Dann hat er so ein Mikrofon und so einen kleinen, ja, keinen hochklassigen Lautsprecher, aber so, dass man ihn versteht. Und wenn deine Bestellung fertig ist, dann schreit der Lauthals dort rein, René, und da weißt du, aha, du musst hin, kannst deine Bestellung abholen. Da kriegst du also nicht so ein Rabbel-Trabbel-Ding damit an der Platz oder so. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, das, also, diese Pager, die finde ich ja furchtbar. Ja, oh, also das ist furchtbar eben, aber wenn du so durchgehoben wirst, das hat was eben. Das hat was, überall. Ne? Und auch die Sitzgelegenheiten, die haben dort Tische aus alten Europaletten zusammengezimmert, dann alte Holzfässer, kleinere als Sitzmöglichkeiten. Also wirklich ganz urig und einfach gemacht, aber die verstehen halt ihr Handwerk, das muss ich echt sagen. Ja, und was ist noch spannend gewesen? Ja, wie gesagt, Kultur pur. Ne? Du kannst Museen schauen, du, die ganze Altstadt, diese Gebäude dort, eins schöner wie das andere. Aber dort ist halt Massentourismus. Ne? Auch an dem Balkon, wo Romeo und Julia da zugange waren. Also da stehen die Schlange an in der prallen Sonne. Ich sage, das tue ich mir nicht an, dass ich mich da eine Stunde hinstelle, bloß um dort gegen Eintritt dort mal unter dem Balkon zu stehen und ein Foto machen zu können. Nee. Also das... Gut. Muss ich nicht haben. Nee, das muss man nicht haben. Ja. Was auch sehr spannend ist, also für mich auf jeden Fall, Autoverkehr in Italien. Finde ich, muss man mal erlebt haben. Also, ich sag mal so, Blinken und Fahrbahnmarkierungen, Straßenmarkierungen, das sind alles nur Empfehlungen. Also ich glaube, wir waren die Einzigen, die da geblinkt haben. Also daran erkennt man den Touri wahrscheinlich oder den Deutschen. So ist es. Genau, ja. Auf der Autobahn, da blinken sie doch ab und zu mal beim Überholen und auch wieder einordnen. Das kommt schon mal vor, aber im Stadtverkehr vergiss es einfach. So. Und ansonsten, ja, Roller, Roller, Roller. Du stehst an der Ampel, auf einmal rauscht es links neben dir, rechts neben dir, kommen sie mit ihren Motorrollern. Ja. Der Helm, auch mehr eine Empfehlung. Also ich habe wenige gesehen, wo unten der Riemen zu war und der Helm ordentlich saß.
Es war einfach nur so ein bisschen auf den Kopf gelegt, ja, ich habe einen auf. Ja. Und mit ihren Rollern sind die natürlich auch verdammt schnell, weil das sind nicht wie hier in Deutschland hier diese 50 Kubik-Dinger, sondern meist 125er, 150er, also die Dinger, die ziehen ordentlich ab. Ach ja, klar, die an der Ampel bleibst du mit dem Auto nebendran stehen, ne? Was auch noch eine ganz kuriose Geschichte war, man muss sich das so vorstellen, in der Stadt eine große Hauptstraße, die einspurig war in jede Richtung, aber mit, wie so ein Mittelstreifen, aber nicht grün, sondern nur weiß markiert und schraffiert so, ne? Mhm. Also die Fahrbahnen waren ein bisschen auseinander. So, und auf der Seite, wo wir gefahren sind, da zweigte dann nur ab und zu mal so eine Linksabbiegerspur ab in eine Tankstelle rein oder so, ne, wie man das so kennt. Mhm. Tja, aber die Italiener, die haben das als zweite geradeaus Spur genommen. Da ging es drüber weg, übers Schraffierte, und da war auch die Polizei, das Polizeipräsidium dort davor. Das hat die nicht interessiert. Mhm. Ging es einfach drüber weg. Ja, also man muss da schon ein bisschen hart im Nehmen sein, auch Kreisverkehre. Italien hat ja sehr viele Kreisverkehre, auch mehrspurige, 1, 2, 3-spurige. Mich wundert es, dass nichts passiert. Ich habe nicht einen Unfall gesehen, ne? Aber die kommen eben aus der dritten Spur im Kreisel, also ganz innen, und wollen aber dann irgendwann rechts raus. Da wird gehupt, gemacht, getan, und es funktioniert. Ja, da wird sich noch untereinander verständigt, da wird noch miteinander gesprochen. So. Ja, gesprochen nicht, nur gehupt wird eigentlich. Und mit Gesten. Aber funktioniert doch schon ganz gut, muss ich sagen, dass die dann einen auch mal reinlassen. So, in Deutschland ist es ja doch manchmal so, ne? Ich habe mich jetzt ja angestellt und da lasse ich dich jetzt nicht rein. Ne? Oh, genau. Das könnte ich so nicht behaupten. Gut, lag vielleicht auch daran, dass wir ein deutsches Kennzeichen hatten. Aber auch untereinander habe ich das so beobachtet. Aber sie fahren eben auch in sehr, sehr heißen Reifen und sehr dicht auf. Also manchmal ist es ja so, wo man sagt, ne, ich konnte das Kennzeichen nicht mehr erkennen. Und teilweise war es bei uns so, dass ich nicht mal mehr die Automarke erkennen konnte. Also, ja, und da irgendwas dazwischen kommt und du musst doch mal eine Notbremsung machen, also dann hat er, denke ich, keine Chance hinter dir. Ja, das waren so diese kuriosen Dinge. Also das war spannend, mal mitzuerleben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut, italienischer Verkehr kenne ich nicht. Ich kenne den französischen, aber die werden sich so arg viel auch nicht geben, kann ich mir vorstellen. Das genau. Von dem Kreisverkehr, was du erzählt hast oder so, das kenne ich von Frankreich auch. Die sind da auch schmerzfrei. Je weiter südlich du kommst, umso schmerzfreier. Habe ich irgendwie das Gefühl. Aber. Naja, nee, aber das ist schön, wenn so viel hängen bleibt aus dem Urlaub. Da zehrt man ja noch ein gutes Stück dran. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind ja, als wir hier losgefahren sind, zu Hause nachts 2:30. Waren 12 Grad, das war schon relativ frisch, sag ich mal. So, dann sind wir gefahren, waren 830 Kilometer von mir, und dann haben 3 Pausen haben wir gemacht, und die erste dann auf italienischer Seite nach dem Brenner, dann kurz vor Bozen. Ja, wo wir dort die Tür aufgemacht haben, das war schon ein Kulturschock, ne? Da waren wir 28 Grad plötzlich. Na ja, klar. Und was ich auch noch ganz toll fand, diese Zikaden, diese Riesenzikaden, ne? diese Heuschrecken, die sitzen in den Bäumen, du siehst die Dinger nicht. Die sitzen gefühlt einen Meter über dir, du kannst gucken und machen, die sind so gut getarnt, du siehst sie nicht. Ja. Aber die machen einen Rabatz, früh und den ganzen Tag über. Und abends ist kurioserweise Ruhe. Aha. Also größtenteils. Da sind vielleicht noch ein paar Vereinzelte, aber die Masse ist früh. Okay, siehst du. Wir haben eine, am Straßenrand lag mal eine verendete, eine tote Zikade. Mhm. Also das Ding war gute 10, 12 Zentimeter lang. Jetzt siehst du, kenne ich. Ordentlich.
Ja, na klar, was denn? Nee, also wie gesagt, jederzeit gerne wieder, außer Juli, August. Ich denke, bis Juni oder so, Anfang Juni kann man hinfahren, da ist noch nicht so heiß. Und dann ab September vielleicht auch wieder. Ah, das ist, habe ich letztens irgendwo habe ich was gelesen, weil du das gerade erzählt, dass ja so Reiseexperten und so weiter, dass die halt vermuten oder dass das irgendwie auf absehbarer Zeit, dass sich die Reisezeit, die Hauptferienzeit und so weiter, dass sich das irgendwann verschieben wird, weil das ja zumindest im Mittelmeerraum und so weiter, weil das ja da zu der Zeit jetzt im Juli, August oder auch schon im Juni fast nicht mehr aushältst. Ne? Und da haben sie jetzt, das ist, also dass da irgendwie was sich verschieben wird weil es einfach durch die Wärme Das ist dann nicht gut mehr so richtig möglich, vorhanden ja. ist. Ja. Aber wir grubbern hier so vor uns hin, wir sind doch ganz schön schnell, oder? Habe ich das Gefühl? Ich fahre mit 8, ich weiß nicht, wie schnell du fährst. Ja, die habe ich auch. Ja. Ja, aber ich habe meine Stimme, also ich habe gedacht, wir tun uns schwerer, länger dran an dem Stück hier. Aber es ist ja schön, läuft. 50% wird gerade eingeblendet. Genau. Zur Not, wir finden schon noch was zum Tun, wenn es nicht reichen sollte, um hier unsere obligatorische Stunde zu füllen. Ja, ich mal gucken. Naja, aber mit dem gerade fahren geht so. Geht so ist die kleine Schwester von Sch Punkt, 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 ne? Naja, gut, da haben wir genug erzählt vom Urlaub. Ich bin eigentlich gleich schon wieder urlaubsreif, wenn ich so davon erzähle. Ja, Könnte eigentlich gleich wieder ich bin auch. Ich Urlaub habe machen. letztes hab ich da gesessen. Das ist ja so von, wie wir in den letzten Jahren oben an der Nordsee waren. Und da haben wir ja so einen Platz, wo wir uns abends, wenn so die Sonne ein bisschen untergeht, wo wir da auf dem Deich immer so gerne auf der Bank gesessen haben und so weiter. Da habe ich auch letztens war auf Arbeit irgendwie in Pause da gesessen und habe gedacht, boah, jetzt dort sitzen und einfach mal alles gut, alles, wie sagt man, von Ja, sich. alle fünfe gerade sein lassen Ja, oder so, eben, ne? oh, das wäre so richtig, oh, das wäre mal gut, aber wir kämpfen uns halt durch, was soll's, ne? Aber wir haben in, oh, 3 Wochen sind wir auch so weit, Alex und ich, da haben wir auch mal 14 Tage frei. Das ist ja noch überschaubarer Zeitraum, Ja, ne? eben. Aber man fiebert wirklich darauf hin. Also mir ging es auch so. Ja, es ist wirklich so. Zählst zum Schluss die Tage runter dann. Ja, und dann ist es, wie du vorhin schon gesagt hast, viel zu schnell wieder vorbei. Definitiv. Definitiv. Aber jetzt hätte ich dann noch was ganz komplett anderes. Ich habe heute Nachmittag so ein bisschen auf dem YouTube rumgedaddelt. Wir hatten gewartet, weil unsere 2 Kader hatten heute Impftag. Also die mussten zum Tierarzt. Und da war halt wieder noch ein bisschen Zeit, bis der Termin kam. Und da hatte ich ein bisschen YouTube ein bisschen rumgedaddelt und geguckt und gemacht. Und da wurde mir doch glattes Sachsenbauer vorgeschlagen. Oh, wer ist denn das? Ja, ich weiß es nicht. Und da habe ich da mal geguckt und dann ist mir aufgefallen, dass ich fast genau heute Einjähriges bei dir habe. Oh, na dann. Herzlichen Glückwunsch und ja, oft noch viele weitere Jahre. Also ich habe die Probezeit anscheinend ganz gut überstanden. Ist das Nee, schon war wieder ein zu. Jahr her? Ja, das war also die Folge. 107 war das, wo ich das erste Mal mit dabei war. Und die lief am 27.8., glaube ich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, am 27.8. lief die. Verrückt, wie Also, schnell die Zeit ja, vergeht. eben, was denn? Eben, da möchte ich mich doch auch nochmal bedanken bei den Zuschauern, dass sie mich so gut aufgenommen haben jetzt.
mittlerweile damals. Anfang hat es nur einmal ein bisschen geruckelt. Da hat man ja Dings, ne? Aber im Großen und Ganzen mich von Anfang an immer so aufgenommen haben, da wollte ich dann doch mal Danke sagen. Aber das, wie gesagt, war Zufall heute Nachmittag, dass mir das aufgefallen ist. Ja, aber wenn wir einmal beim Danke sagen sind, da schließe ich mich gleich mal an. Danke dafür, dass du auch so viel Zeit investierst in unsere Projekte, dass du auch so vieles umsetzt, ob das jetzt mal ein Schlepper modifizieren ist oder mal ein Schild basteln für einen entlaufenden Hund oder. Das ist so toll. Also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, aber möchte eben dafür auch mal ganz großes Dankeschön dir aussprechen. Ja, das ist. Und es macht wirklich viel, viel Spaß. Ja, mit euch beiden zusammen, ne? Ja, das auf alle Fälle. Gilt genauso für die Alex. Und mir macht es ja Riesenspaß, so das Rumbasteln, das ist ja richtig. Da bin ich noch manchmal ein bisschen herausgefordert und muss ein bisschen nachdenken. Es gibt ja mittlerweile so vieles, wo du einfach nur noch machst, ohne groß drüber nachzudenken, auch teilweise auf Arbeit, weil die Routine halt so groß ist teilweise. Und da so Sachen dann mal wieder so ein bisschen sowas zu entwickeln und zu überlegen, wie man das dann hinkriegt, das macht mir auch viel, viel Spaß. Und daher passt da das eine zum anderen, muss man schon sagen. Ja, das ist wirklich so, das kann man so sagen, ne? Dass wir da, oder du da das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kannst. Genau, ja. Und nee, das ist schon toll. Also Sache, ich habe davon wenig Ahnung und bin da immer wieder erstaunt, was es für Möglichkeiten gibt. Was mich auch ganz sehr fasziniert hat, das war das mit dieser Zeitung, ne? Ah, gut, beim Ahnenhof, also dass du das gefunden hast. Ne? Nee, das ist auf der Alex im Mist gewachsen. Das hat okay, oder auf euer, ne? Wollen wir es gleich mal so sagen. Es ist genau, also nee, die Alex hat die Seite gefunden und dann haben wir das so dann mal ausprobiert, mehr oder weniger, was man da alles an machen kann und wie das dann aussieht. Und das hat halt passt halt so als so Zwischeneinblendung passt das halt wunderbar, ne? Zu der Story auch teilweise. Ja, ist wirklich ein ganz, ganz geiles Ding, muss ich mal sagen, ne? Weil für Roleplayer ist das ja wie gemacht, ne? Du kannst eine Zeitung hernehmen und kannst dort quasi deine eigenen Schlagzeilen reinmachen. Genau, das ist wirklich schön. Ich weiß gar nicht, wie sie das gefunden hat, aber sie ist irgendwie komisch, ob ich sowas bauen könnte. Und dann habe ich gesagt, boah, wie stellst du das vor? Guck doch mal im Internet, ob du vielleicht irgendwas findest, wo hat vielleicht schon jemand die Idee gehabt. Und da hat sie das wirklich dann angebracht und es funktioniert einwandfrei, ne? Ja. Nee, das ist eine schöne Sache. Wer sich das ausgedacht hat, finde ich sehr, sehr clever. War zwar vielleicht gar nicht so für sowas, wie wir es verwenden, gedacht, denke ich mal, ursprünglich, sondern vielleicht mehr so als Gag oder so. Weiß es nicht. Ja, es gibt ja, das kannst du ja auch so vielleicht für, was ich mir schon gedacht habe, oder allerdings so für so Hochzeitszeitungen oder sowas, gibt es ja auch, also wo du das dann personalisierst, das Ganze, und so eine Schlagzeile dann als Cover machst oder so. Das ist schon, da hat man schon viele, viele Möglichkeiten mit dem Ganzen. Ja, richtig, richtig. Ich muss erstmal einen großen Schluck Wasser trinken, irgendwie. Da hält's ganz trocken. Ja. Bei uns ist es jetzt Gott sei Dank abgekühlt. Wir haben jetzt 20 Grad draußen. Ich denke, es wird mal ganz gut geschlafen heute Abend noch. Vergangene Nacht war es bei uns auch mal relativ angenehm mit 16 Grad. Aber jetzt sind aktuell noch fast 25. Der Himmel ist bewölkt, es soll ja morgen regnen. Und ja, ich sage immer, man riecht das Wasser. Und wenn man rausgeht, es riecht schon nach Wasser. Genau. Es ist, irgendwie spürt man das.
Nee, wir hatten heute Morgen, wie ich von Nachtschicht heimgefahren bin, hat man, das Auto hat, eine, hat in der Stadt hat es noch 23 Grad angezeigt. Und dann auf der Landstraße waren es 21 Grad. Aber das Problem ist, sorry, ja. Die Luftfeuchtigkeit, wollte ich sagen, oder? Ist das das Problem an der ganzen Sache? Zum einen und zum anderen, ja, die Wohnräume sind dann aufgeheizt. Ne? Also ja, wir haben im Schlafzimmer aktuell so ja, 24 Grad und da wälzt du dich nachts hin und her und kommst nicht richtig zum Schlafen. Das steckt im Mauerwerk drin. Wir haben am Haus einen ziemlich starken Wärmeschutz drauf. Der hält die Hitze eine ganze Zeit fern, aber irgendwann ist die Hitze auch durch. Und dann steckt sie drin. Und es ist, wenn ich jetzt nach Hause komme und mache die Wohnungstür auf, denke ich immer, ups, wir hatten hier vergessen, die Heizung abzudrehen. Na klar, das braucht jetzt wieder eine Zeit, bis sich das alles abgekühlt hat. Sozusagen. So, also es ist wirklich so, wir ziehen hier Bahn um Bahn und sind doch gut vorangekommen. Ne? Zwei Drittel haben wir locker. Ja, mit Sicherheit, was denn? Die Eiche machen ihr Ding, ne? Absolut. Ja, meiner müsste mal vielleicht wieder ein bisschen abgeschmiert werden. Und auch mal einen Schluck frisches Öl kriegen. Diesel verbraucht der kaum. Habe ich schon öfter mal festgestellt, dass der jetzt der Name weg. Wie heißt der, den ich habe? Wotan. Hast du den Wotan oder habe ich den Wotan? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee, den Wotan habe ich. Okay. Und das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass der wirklich noch so gut wie nichts braucht an Diesel. Es ist ja auch, wenn wir jetzt einmal hier bei den Fahrzeugen wieder sind, fällt mir ein, von LS Oldtimer ja nochmal ein anderer Porsche gekommen. Hast du das nebenbei mal mit aufgefallen? Nee. Ein Porsche Senior Prototype heißt der, glaube ich. Ich hab's bei Kornhub gesehen, der hat den, glaube ich, stellt. Und ja, klingt genauso bescheiden, finde ich, wie der andere. Aber ansonsten, er macht ja immer so seine standardisierten Tests, ne, wenn er Fahrzeuge vorstellt, dass er hinten Flug dran hängt und so. Aber das sah eigentlich, was ich da so sehen konnte, recht gut aus. Aber der Motorsound ist... Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt durch die letzten Tage, wo es so warm war, ich war das letzte Mal LS habe ich gespielt am letzten Freitag, wo wir Ahnenhof aufgenommen haben. Oh. Und hab auch nicht so richtig reingeguckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Was so Neues gegeben hat, oder weil ich den Rechner überhaupt nicht angehabt habe die ganze Zeit. Oder nur wirklich nur mal kurz, um was auszudrucken oder sonst irgendwas. Ansonsten war es mir einfach zu warm. Nee, ist verständlich. Das wird vielen so gehen, ne? Dass sie im Sommer dann weniger am Rechner sitzen, selber spielen oder irgend sonst was machen. Ne? Ja, das ist, wenn dann die, wie du sagst, die Wohnung schon so aufgeheizt ist und dann machst du eine Stunde lang den Rechner an und dann hast du gleich noch ein paar Grad Wärme im Zimmer und irgendwann. Nee, muss nicht sein. Klar, ist ja im Prinzip wie eine kleine Mini-Heizung, ne? Eben, genau. So, mal sehen, ob ich hier alles wegkriege. Bis jetzt ja, aber hier vorne wird es wahrscheinlich was breiter, oder? Ja. Jetzt geht's wieder. Das ist ein kleiner. Nee, du müsstest vielleicht bitte nochmal
Alles klar. Hiermit angreifen. Nee, aber ich muss dann. Es wird jetzt kühler und dann. Und dann wird da. Gucke ich da schon nur ein bisschen mehr dann auch. Ja, wie gesagt, werden viele machen, ne? Gerade auch, was jetzt die Leute sind, die real in der Landwirtschaft arbeiten, ne? Die haben alle noch Erntestress. Siehe okay. Unser Micha, ne? Grüße sind okay. Raus. Klar, die haben noch größere Probleme. Jetzt das Ganze, was dann auf dem Halm steht, noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise heimzukriegen. Ne? Solange wie es noch auf dem Halm steht, ne? Es liegt ja auch vieles am Boden. Also ich hab da jetzt auf dem Handy bei Twitch ein paar live geguckt, wo am Dreschen waren. Das ist Wahnsinn, wenn man sieht, wenn die mit dem Drescher übers Feld fahren und hinter dem Mähdrescher ist der ganze Boden grün. Weil es da schon aus. Also das habe ich so auch noch nie gesehen, glaube ich. Das ist schon Wahnsinn. Und ich habe dieser Tage ein Video gesehen, da hat der Bauer auch gezeigt, dass die Ähren schon wieder anfangen auszutreiben. Aus der Ähre, aus den Körnern wuchsen schon wieder kleine Blätter raus. Genau. Also das kannst du nur noch wegschmeißen oder vielleicht noch häckseln und als Futter irgendwie verwenden. Ja, Futter oder zur Not noch irgendwo in die Biogas vielleicht noch teilweise unterbringen oder was. Nee, da ist schon was, also der August, der war schon extrem mit dem vielen Regen und allem, das ist schon. Und jetzt sind sie halt auch gefahren, ja, die letzte Woche praktisch Tag und Nacht, 24 Stunden mehr oder weniger, ne, um das Zeug irgendwie noch heimzubringen. Naja, und die Preise sind aber im Gegenzug auch wieder gefallen. Ich schaue ja ganz gerne auf YouTube den Stefan, den Sippers Husum an, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und der hat eben auch gesagt, sein Weizen, ja, hat er ja auch gedacht, dass er einen guten Weizen dieses Jahr hat, dass es Backweizen ist, aber nee, er hat bei drei verschiedenen Firmen sich Angebote geholt, die haben Proben genommen, überall nur Futterweizen. Ja, klar. Ja, und da, was, er hat ja eine Zahl genannt. Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf, wie viel das pro Tonne sind. Na, das stimmt, nee, das auf seine Flächen hin, die er dieses Jahr mit Weizen gemacht hat, hat er gesagt, sind das ungefähr 3.500 bis 4.000 Euro. Ja, klar, kann ich mir gut vorstellen. Das ist viel Geld, ne? Der Unterschied zwischen den zwei. Das ist klar. So, jetzt warte ich mal, bis der Jörg ran ist hier, dann fahren wir mal schön im Duett. Fahren wir so dicht auf, wie es geht. Und dann machen wir noch ein schönes Foto. Kommen wir ruhig noch ein Stück ran. Hochschalten. Ja, so ist schick. So, gut, ist im Kasten. Hier schon so im Formationsflug fahren, müssen wir das auch mal dokumentieren. Ne, also Sommer ist gut und schön, aber wie gesagt, ich sehne mich jetzt wirklich nach kühleren Nachttemperaturen, dass man wirklich mal wieder entspannt schlafen kann, weil jetzt haust du dich jede Stunde hin und her und guckst immer wieder auf den Wecker, wann du raus musst. Und ja, und dann auf Arbeit, dann ist man wie gerädert eigentlich, ne? Das ist richtig, ja. Da geht die Zeit nicht um. Also man ist unkonzentriert teilweise. Das ist nicht schön, ne? So, dann haben wir es doch fast geschafft hier. Ja. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, ich war mir nicht sicher, aber ich müsste dir zustimmen. Also, ich dachte, naja. Ich konnte es nicht ganz einschätzen. Wobei ich mir von Anfang an gesagt habe, wir können nicht so schnell fahren und wollen noch nicht so schnell fahren. Nee, klar.
Zum einen haben wir Zeit, zum anderen müssen wir unsere alten Schätzchen etwas schonen. Genau. Wobei mit dem Grubber, wenn du nicht allzu tief reingehst, fährst du ja schon relativ schnell, ne? Ja, im Warnleben jetzt. Ja, das klingt, kommen verschiedene Komponenten zusammen, je nachdem wie die Bodenbeschaffung ist und so weiter. Aber du, wenn, das stimmt schon, was du sagst. Dann fällt mir gerade doch was ein, müssen doch noch mal kurz nach Italien. Weil es ist ja, das dürfte ja dein Herz höher schlagen lassen. Ne? Man fährt ja quasi über Österreich, über den Brenner, Südtirol runter. Ne? Und Südtirol kennt ja jeder, Apfelplantagen ohne Ende und Trauben. Und das war auch rund um Verona, diese Weinberge dort. Und wenn man das gesehen hat, wir sind einen Tag mal wirklich mit dem Auto aufs Geradewohl los. Ohne Navi, ohne Ziel, einfach Straße lang. Und die wurden immer schmaler, immer kleiner. Und wir hatten dann auch einen Klassiker, dass uns auf einer schmalen Straße, wo nichts zum Wenden war, doch ein PKW entgegenkam. Und das waren zwei Frauen von irgendeiner Behörde. Die machten große Augen. Ja, und da habe ich dann schon gesagt, okay, dann fahre ich halt rückwärts. Ja, da bin ich ungefähr 1,5 Kilometer rückwärts gefahren, bis ich wusste, dass da eine Chance ist, ein bisschen an den Rand zu fahren. Das ist ordentlich. Die waren mega glücklich, dann die zwei Mädels. Und aber dort sind wir eben durch Weinberge gefahren. Und wenn man das so sieht, die kleinsten Flächen, wo du wirklich sagst, das sind vielleicht, ich will es jetzt nicht übertreiben, 200-300 Quadratmeter, aber selbst dort haben die noch Reben angebaut. Ja. Und voll hingen die. Diese wunderbaren, fetten Trauben. Also ich denke, das wäre was auch für dich gewesen. Ne? Ihr habt ja nun das selber betrieben viele Jahre. Nee, das ist auch vor allen Dingen, die arbeiten auch ja ganz anders, wie wir das gemacht haben. Das ist schon, von daher ist das schon mal interessant, den Unterschied zu sehen und so weiter. Das ist schon richtig, ja. Aber ich gucke da auch immer ein bisschen so mit einem Auge oder mit einem LS-Auge, sage ich jetzt mal. Es sind viele Fahrzeuge dort zu sehen gewesen, die wir im LS jetzt auch haben, was die Schmalspurtrecker angeht. Auch in den Apfelplantagen, ne? Viel Fendt fahren sie da. Und aber auch diesen Landini, diesen blauen. Und auch diesen Mulcher habe ich gesehen, hier, der, was weiß ich, 1,5 Meter oder so ist. Also war wirklich toll. Und auch habe auch sehr, sehr viele Sachen wiedererkannt, wo ich sage, muss ich mal wieder auf die Karte Italia zurückkommen vom Edo. Die wirklich 1:1 hat er das umgesetzt. Also ich meine, der ist Italiener, das ist Punkt 1. Aber der ist wirklich mit so offenen Augen dabei gewesen, wo er die Karte gebaut hat. Mit diesen Zypressen und diesen Steinmauern da um diese Güter da rundherum. Ja, ja. War wirklich so. Nee, das ist, ich kann mir das gut, kann man sehr gut vorstellen. Ich habe jetzt, wie es noch im August so geregnet hat, hatte ein bisschen mehr mit der LS gespielt und da hatte ich mir das neueste Update von der Hügel der Toskana hatte ich mir runtergeladen. Und hab die jetzt mal neu angefangen. Und das ist schon wirklich schön gemachte Karten mit den Zypressen und mit dem Ganzen von Optik her. Also da kann man echt nichts sagen, was die da machen. Ja, und auch die Gebäude, ne? Die Gebäude, echt, das ist wirklich schön gemacht. Und die ist ja auch von Italiener gemacht, die Hügel der Toskana. Und das ist wirklich, die machen schon schöne Sachen, muss man schon wirklich sagen. Absolut. So, ich nehme mal hinten den Plattenweg raus. Guck mal, was unsere Zuckerrüben machen. Ja, aufgegangen sind sie alle. Und eben, was man da auch so gesehen hat, in den Bergen, wo du sagst, wo ist denn da bitte schön eine Zufahrtsstraße? Weit oben noch da Gehöfte oder Betriebe jetzt, ne?
Wie gesagt, Großteil Äpfel, aber eben auch sehr, sehr viel Weinbau. Nee, das ist, ich denke, also in Merane war ich auch schon mal. Das ist ja da in Südtirol, die um den, wie heißt auch der See, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Da, der Kalterer See, glaube ich. Kalterer See, hm. Genau. Und das ist schon beeindruckend, was die da machen auch und was da an, wo du hinguckst, Äpfelbäume, das ist ja wie bei oben an der Elbe, das ist das alte Land, das ist ja im Endeffekt da Baumplantagen an Baumplantagen. Das ist schon Wahnsinn. Richtig. So, haben wir es ja geschafft. Sehr schön. Ich schleiche mich von hinten an. Oh, hier hat doch einer Zuckerrüben angebaut. Ah. So ein Auftrag. Nee, du. Ich denke, wir machen unsere eigenen und das dürfte dann auch reichen. So. Schön sachte hier rein. So, wieder nicht aus der Kabine hier geschleudert werden. Was heißt Kabine? Fritzmeier-Verdeck ist es ja nur. Es ist ja nicht mal eine feste Kabine. Siehst du, und der Jörg ist auch gerade erst da. Also habe ich jetzt nichts eingebüßt an Zeit. So, werden wir mal die verdreckten Schlepper noch ein bisschen abspritzen. Obwohl, ich könnte eigentlich gleich den Grupper auch mal mit. Wobei, da ist eh mehr blankes Metall wie Farbe. Die Gänseschare hier, die sind komplett blank. Gänsefußschare, jetzt haben wir es. Ich hatte auch schon eben eine Wasserschlauch in der Hand, aber wenn ich jetzt in der Sonne noch mal gucke, ich glaube, ich muss doch auch noch mal ran. Ja, es ist ganz schön hartnäckig hier, der Dreck. Der Kalk, ne? So. Gut. Mal den Grupper noch zurück in die Halle. Halt, nicht so weit. So, ja, tanken muss ich nicht wirklich. Aber ich werde ne schon mal runter zur Werkstatt fahren. Wie gesagt, da müssen wir mal nach dem Ölstand gucken und so ein paar kleine Servicearbeiten machen. Und die Schatten werden auch langsam länger hier auf der Karte, ne? Oh, wir haben es jetzt halb sechs. Halb sechs haben wir schon, ja. Aber das ist, finde ich, immer noch die schönste Zeit so im LS. So. Also die Abendstimmung vom Licht her, finde ich sehr schön. Das stimmt, ja. Oh, da steht schon ein Eiser in der Werkstatt drin. Warte, ich fahre den raus. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob da was zu machen war. Haben wir den mit Grund da reingestellt oder war einfach kein Platz? Nee, ich denke mal, da war kein Platz. Da war kein Platz. Das sieht nämlich eigentlich noch ganz gut aus. Musste bei deinem auch was gemacht werden, oder? Nee, der war... Den hatte ich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hatte ich den vollgetankt. Von daher
Alles gut. Aber wir haben jetzt echt unsere ganzen Trecker und den LKW jetzt noch dazu bekommen. Ja. Ja. Sag's ruhig, sprich's ruhig aus, wir haben ein Platzproblem. Ja, das ist. Es wird voller und voller und voller oder so, ne? Ja, man kann ja nicht immer was weggeben, ist ja auch doof. Nee, eben, die sind ja auch nur alle gut. Die können wir, also das ist ja. Ist ja. Tja, aber noch irgendwo hier was hinsetzen, also. Nee. Haben wir uns ja schon mal unterhalten, ne? Das würde dann, denke ich, das Bild der Karte etwas. Ich denke, das wird zu viel. Kaputt machen. Ja. Hab schon überlegt, ob wir an Anhängern nicht zu viele haben, aber doch haben wir schon Zeiten gehabt, da waren wir froh, dass wir sie hatten. Ja, ja, klar. Na, na, ich habe noch eine Ecke gefunden. Mit den Rüben werden wir das nämlich dann schon live und in Farbe erleben und mit den Kartoffeln, dass wir dort viele Anhänger auf den Hof stellen müssen, auf den Hof, Quatsch, ans Feld stellen müssen, um zu gewährleisten, dass wir alles wegkriegen und die Roder nicht immer dann warten müssen. Eben, genau. Mhm. So, Mädels hier, habt ihr schon wieder euer ganzes Futter aufgefressen oder? Nee. Nee, liegt noch was. Sehr schön. Na, mal noch mal einen Blick hier in die Berge riskieren. Das ist immer zwar gegen die Sonne, aber wir können uns ja ein bisschen drehen. So. Das ist doch schön. Oh ja. Na, ich würde sagen, da holen wir uns jetzt noch ein Bierchen und dann. Das hört sich gut an, ja. Setzen wir uns irgendwo in eine Ecke, wo wir noch schön den Sonnenuntergang beobachten können und. Gut ist. Hm. Jo, waren wir fleißig. Haben genug gearbeitet heute. Haben es geschafft, das Feld zu grubbern, was wir beide nicht so richtig geglaubt haben. Und jo, wir haben auch über eine Stunde zusammen LS gespielt. Das ist auch sehr schön. Stimmt, genau. Ne? Also dann würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute. Jörg und ich, wie gesagt, holen uns jetzt hier noch ein schönes Bierchen. Und bei euch bedanken wir uns fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Und ja, das letzte Wort gehört dem Jörg. Macht's gut. Tschüss. Genau. Ich erinnere euch jetzt nur noch kurz an die Frage der Woche. Wäre schön, wenn ihr uns was antwortet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ansonsten stimme ich dem René vollkommen zu und wünsche euch ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Und dann bis zum nächsten Samstag. Tschüss.